Willkommen zu einem weiteren Teil von Warframe. Ja, zur Verbesserung. Und zwar zur Verbesserung bzw. zur Nachbesserung. Und zwar Nachbesserung deswegen. Weil wir Scheiße erzählt haben. Genau, wir hatten in dem letzten Video, beziehungsweise könnte auch schon vorletzte sein, weiß es gerade nicht mehr, welche Folge jetzt gerade die aktuelle ist, haben wir über Dark Sectors berichtet. Und ja, jetzt kommt eben das Tolle. Wir haben gesagt, ja, ist irgendwie neu, aber eigentlich alt, weil irgendwie die gleiche Scheiße wie bisher. So, jetzt hat auch schon ein User zu Recht einen Kommentar gesagt. Seid ihr behindert? Ja, nicht so direkt, aber dass es da auch noch andere Missionen gibt und dir ist ja dann aufgefallen, dass es die tatsächlich gibt. Und die zeigen wir euch jetzt und... Man hat es auch gerade vorher gesehen, ich habe zwei Warframes gekriegt. Ja. Das sind wieder welche. Genau, und... Das Miese ist, die sind so stark wie ich selber, also die schlagen dich einmal und dann ist meine Eisenhaut weg. Genau, also man kämpft da gegen KI-Warframes, muss man dazu sagen. Das sind jetzt nicht irgendwelche echten Gegenspieler, so wie ich das richtig verstanden habe. Ja. Aber trotzdem, das Geile jetzt an dem Ganzen ist, man hat hier die Dark Sectors, mit denen man Solarschienen baut, um dahin zu kommen. Aber wenn jetzt ein anderer Clan oder Allianz den Besitzer des Strelich marken möchte, dann kann man in einer gewissen Zeit, in dem die beiden Schienen stehen, für eine Seite sich entscheiden und helfen, dass die gewinnen. Genau. Ne? Wir sind völlig unparteiisch. Wir sind einfach rein. Müssen einfach rein. Ne? Ob wir es auch, sag ich mal, naja, die Waage deswegen so stark ins Schleudern bringen, glaube ich nicht, aber ja, auf jeden Fall. Bin ich falsch gelaufen. Bist du falsch gelaufen? Und eigentlich möchten wir mit dem Video auch nur sagen, es ist cool, aber es schwer. Es ist cool. Sowieso das Level. Und wir waren etwas voreilig, muss man dazu sagen. Ja. Also wir haben, als Dark Sectors fast ganz neu war noch, haben wir das Video gedreht und ehrlich gesagt haben wir uns auch nicht so im Detail damit auseinandergesetzt. Ja. Aber deswegen, ich find's cool. Ja, das ist ein bisschen schwer. Du hast jetzt auch gerade die leichteste Ding rausgesucht und zwar Pluto, ne? Ja, 30 bis 40. Richtig. Von daher, bisschen fordernd muss es ja dann schon sein. Hey, der Megastaff ist dabei. Ist der dir hinterher gejoint? Wahrscheinlich. Die Sau. Was muss ich jetzt mal zerstören? Ich geh mal hinten hin. Ja. Ja, wir müssen das Ding so einstellen und dann ist es mal. Ja, wahrscheinlich, ja. Muss die Solarschiene irgendwie ausrichten, denke ich mal. Hey, und geschafft. Begib dich zur Extraktion Demon Warrior 83. Jawohl. Ich bin mal gespannt, ob es auch was Besonderes gibt, wenn man das gemacht hat. Also es gab jetzt gute Karten, die kurze Zeit. Gar nicht darauf geachtet, habe nur mal fatale Anziehung gesehen für den Shin, aber... Wie komme ich? Weißt du, wo es hingeht? Ja, da oben. Okay. Wenn wir fies sind, könnten wir jetzt einfach die ganze Nacht durchspielen und uns für eine Seite entscheiden. Aber wir überlassen das eigentlich gern den anderen Clans, sich da entsprechend einzusetzen. Ja. Das muss ich vorstellen, ne? Die haben das jetzt praktisch so gesetzt, damit es nachts losgeht. Dann haben wir gesagt, hey, ihr müsst Überstunden machen. Wieso? Ihr müsst heute Nacht alles spielen. Dein Schild ist weg. Ach, echt? Ja. Irgendwie habe ich auch noch meinen scheiß Schlüssel, oder? Nee. Okay, das war verwundet. Puh. Ist mir heute passiert. Ich habe heute eine Runde gespielt und habe vergessen, Schlüssel rauszupacken. Muss glaub hoch, gell? Ja. Nein! Nein! Kiste. In der Theorie könnten wir auch Solarschienen bauen und Dark Sector strittig machen, aber dadurch, dass wir momentan noch recht wenig sind. Recht wenig? Wir sind, glaube ich, 6, oder? Ja, sage ich doch, recht wenig. Lassen wir das lieber. Wir sind ein Furz. Ja, ich weiß nicht, was, wie viele Leute die größten Glanz haben, aber ich glaube, das geht schon teilweise in die Hunderte. Ich
Bist der Erste im Ziel. Wohehe. Wer ist der Chef? Hey, ich bin der Chef. Ging es aber ziemlich schnell alles, ne? Okay. Ist gut. Passt. Zum Beispiel der Mega Steph ist einer. Aus unserem Clan. Jawohl. Wir sind dafür nicht ungezwungen. Ja, wenn ihr zu uns möchtet, zum Spielen, zum Austauschen, zum Handeln, was auch immer, oder einfach nur unsere Labore benutzen, kein Problem. Könnt ihr gerne machen. Si, si, Senora. Einfach Kommentare schreiben oder direkt dich adden oder wie auch immer. Wie er will. Jo, neue Aufführung. Könntest, nee, die Karte sein, oder? Die du vorhin gemeint hast, oder? Es gab auch hohe Fusionskanne, also immer 5er. Cool. Also zum Aufleveln sind die Dark Sektoren spitze. Ja, du hast auch ziemlich viel Geld gekriegt, ne? 15.000. Ich meine nicht, dass du es nötig hättest, aber du hast trotzdem gekriegt. Cool. Jetzt könntest du wieder weiter spielen und spielen und spielen. Da unten steht auch dran, was man kriegt. Ja. 35 Ressourcen. Richtig. 10.000 Credits. Und ihr merkt daran, dass ihr jetzt nicht die normale Dark Sectors Mission macht, sondern die besondere. Da unten steht dann Mission Dark Sectors Konflikt und dann Fraktion Tenno. Daran merkt ihr es. Ansonsten würde da Verteidigung stehen und Befallene. Also sobald es zwei Stück sind, könnt ihr euch für eine entscheiden und dann. Ja, wobei man kann auch für zwei Stück entscheiden und ist trotzdem dann Verteidigungsmission. Das ist dann in einem anderen Zeitpunkt. Ja, wenn sie nicht kämpfen. Ja, während die Schiene noch gebaut wird, ist das dann. Geht es noch. Ja, das ist meistens so ein Countdown dran, und wenn der abgelaufen ist, dann ja. Die mittlere Uhr und dann Hü-Hot. Jawohl. Ja. Super. Das ist ja auch mies. Ja, Battle-Pan-Gebot 15.000, die anderen nur 5.000. Da ist klar, dass die meisten das links machen. Die Frage, also was ich mich jetzt frage, da kann ich jetzt keine Aussage machen. Battle-Pan-Gebot, kommt es dann von der Allianz? Nur zahlen die das quasi dann irgendwie in einen Pott und es kommt aus denen ihrer Clan-Kasse oder wie wird das festgelegt? Eine gute Frage, ne? Gute Frage, nächste Frage. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht weiß es jemand. Ich weiß es nicht. Ja. Das war's auch schon, ne? Also, das ist dann unser Nachbesserungsvideo. Wir entschuldigen uns für unsere falsche Aussage am Anfang. Und ja, du. Ja, genau. Das ist eine gemeinsame Entscheidung, die wir nach außen transportiert haben. Deswegen wird sie von der Gemeinschaft getragen. Genau, ich rede ja auch so viel. Schweigen ist Zustimmung. Ne? Steht auch im HGW so, ne? Bei Stillschweigen ist es ein Akzeptanz des Angebots. Zumindest unter Kaufmännchen. Naja, wie auch immer. Vielen Dank. Und bis zur nächsten Folge von Warframe. Warframe. Und tschüss.